Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir über die Wundheilung. Welche zellulären Effekte sind notwendig, um Wundheilung und Regeneration herbeizuführen? Diese Frage stelle ich gleich dem Diplom-Ingenieur Dr. Peter Dungel. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich Licht und zelluläre Effekte. Bleiben Sie dran! Hallo Peter, herzlich willkommen. Servus, danke für die Einladung. Unser erstes Meeting und über Zoom, aber es funktioniert. Ja, die Frage gleich direkt an dich. Zelluläre Effekte, was ist da nötig, um Wundheilung und Regeneration herbeizuführen? Wir sitzen hier im Lorenz-Böhler Unfallkrankenhaus in Wien, einem der beiden Unfallkrankenhäuser in Wien. Und unser Institut beschäftigt sich eben mit der Verbesserung der Diagnose und der Therapie für verunfallte Patienten. Mhm. Und da ist natürlich neben der ursprünglichen Verletzung dann die Verbesserung der Regeneration ein ganz wichtiger Punkt, um die Wundheilung anzustoßen. Auch werden die Patienten, die wir hier im Spital sehen, immer älter, haben neben ihren primären Verletzungen auch andere, oft chronische Wunden, und auch die müssen versorgt werden. Und vor diesem Hintergrund sind in unserem Fachjargon, nennen wir das biophysikalische Therapien, also Therapieformen, wo Energie übertragen wird auf die Wunde, um dort regenerative Prozesse anzustoßen, in den Fokus gerückt. Ich selber beschäftige mich schon seit einigen Jahren nun mit der sogenannten Photobiomodulation, also dem Eintrag von Licht, um tatsächlich regenerative Prozesse anzuregen. Und das klingt sehr utopisch, das klingt wie in Raumschiff Enterprise, wenn man da buntes Licht auf Wunden wirft, um dort die Wundheilung anzuregen. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ein bisschen die Mechanismen versucht zu verstehen, dann lohnt es sich auch für den Patienten. Was ist denn da für Licht dahinter? Ich habe da schon mal gehört, mit Laserlicht wird da behandelt. Worum geht es denn bei eurem Licht, das ihr da einsetzt? Ursprünglich wurde diese Therapieform tatsächlich mit Hilfe von Lasern entwickelt. Die erste Studie, die in diesem Rahmen aus den 1960ern stammt, gleich nach der Erfindung des Lasers wollte ein ungarischer Professor sehen, ob Laserlicht Hautkrebs auslöst, und hat Mäuse rasiert und mit Laserlicht behandelt, im roten Spektralbereich, und hat gesehen, dass dieses Licht nicht Krebs auslöst, sondern tatsächlich, dass an dieser Stelle die Haare schneller wachsen. Das heißt tatsächlich, dass dort regenerative Prozesse in Gang gesetzt werden. Und dann wurde über mehrere Jahrzehnte Laserlicht eingesetzt, und nun durch den Einsatz von Hochleistungs-LEDs, Leuchtdioden, die einen ähnlich schmalen, wenn nicht gleich, doch sehr ähnlichen Wellenlängen-Spektralbereich abdecken können, werden die dort eingesetzt. Und wir werden von Firmen kontaktiert, die sehr daran interessiert sind, ihre Produkte auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Und diese Produkte basieren noch heutzutage meistens auf LED-Technik. Und die wissenschaftliche Basis, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Da liefert ihr die Studien dazu, die Feldstudien, und könnt die Wirksamkeit so beweisen? So sehen wir das zumindest, dass einer fundierten Therapie doch ein gewisses Verständnis der Wirkweise zugrunde liegen sollte. Zumindest sehr viele Ärzte fragen danach, kann denn das überhaupt wirken? Und wenn ja, wie kann man das erklären? Und natürlich auch im Zuge der Zulassungsprozesse, die immer schärfer werden, immer genauer werden, werden auch vermehrt Studiendaten notwendig, die die Firmen vorlegen.
müssen, um die Wirksamkeit ihrer Produkte zu beweisen. Und hier unterstützen wir in diesen Feldern. Wie sieht das denn mit der Technologie aus? Wir haben vorhin kurz über Laser gesprochen und jetzt eben sind die Hochleistungs-LED-Geräte im Einsatz. Was ist denn da der hauptsächliche Unterschied? Der hauptsächliche Unterschied ist, dass LEDs, also diese Leuchtdioden, ein bisschen breiter emittieren, das heißt also Licht aussenden. Ein Laserlicht hat eine ganz, ganz genau definierte Wellenlänge. Bei den LEDs ist das ein bisschen breiter, aber für den therapeutischen Einsatz ist das zu vernachlässigen. Der größte Unterschied ist, dass Laserlicht kohärentes Licht aussendet und das ist bei den Leuchtdioden nicht der Fall. Die Wissenschaftler aber gehen davon aus, dass besonders dieser Aspekt, das heißt also, dass die Wellenlängen in einer Richtung sich ausweiten, ja, dass dieser Parameter nicht von großer Wichtigkeit ist, weil sobald Licht auf das Gewebe, auf die Haut trifft und sobald das in den Körper eindringt, ja sofort Licht absorbiert wird, gestreut wird und dass dieser Effekt dann ohnehin nicht sehr tief eindringt in den Körper. Das heißt, wenn wir Studien durchführen oder auch in der Literatur uns ansehen, wo durchaus schon Laserlicht gegen Leuchtdioden verglichen worden ist, so ist beides wirksam. Ist es bei Laserlicht nicht so, dass das noch Hitze erzeugt oder kommt das auf die Dosierung an oder kann das bei LED auch passieren? Das ist richtig. Dadurch, dass der Laserstrahl ja in den meisten Fällen sehr stark gebündelt ist und als dünner Lichtstrahl appliziert wird, kommt es hier zu Hitzeeffekten. Und bei LED-Licht ist das minimiert, beziehungsweise wir sprechen da auch von kaltem Rotlicht. Das heißt, hier kann dann gefahrlos diese Lichttherapie appliziert werden. Kaltes Rotlicht, ist das Ganze ein bestimmtes Spektrum? Hier gibt es in der Literatur ein breites Spektrum. Wir haben uns beschäftigt mit einem sichtbaren Wellenlängebereich. Das ist so um die 632, 635 Nanometer. Das entspricht klassischem Rotlicht. Alles klar. Und wie ist die Wirkungsweise? Ich möchte jetzt da auf die zellulären Effekte zu sprechen kommen, ohne das zu kompliziert medizinisch zu erklären. Wie erreichen wir da die Zellen mit diesem Licht und was passiert da in den Zellen? Was sind die Benefits dann schließlich für die Wundheilung? So kompliziert ist das gar nicht. Die Wissenschaftler haben sich lange Zeit gefragt, ob denn dieses Licht, diese Lichttherapie nicht zu gut ist, weil sehr viele Krankheitsbilder behandelt werden können oder berichtet wird, dass Licht eine Energie sehr positive Wirkungen hat. Es konnte aber gezeigt werden und auch wir haben das zeigen können, dass vor allem dieses Rotlicht die Kraftwerke der Zelle, die sogenannten Mitochondrien, trifft. Jede Zelle braucht Energie und diese Energie wird in kleinen Zellorganen, in Organellen, den Mitochondrien erzeugt. Und in diesen kleinen Kraftwerken sind die Motoren, die da angetrieben werden. Das ist die Atmungskette, die aus bestimmten Enzymen besteht. Und eines dieser Enzyme reagiert sehr, sehr stark auf Rotlicht. Und wenn man Rotlicht auf diese Mitochondrien einwirken lässt, dann kann man tatsächlich mit entsprechenden Messgeräten eine gesteigerte mitochondriale Aktivität messen. Das bedeutet, dass diese Mitochondrien vermehrt anfangen, stärker zu arbeiten, Sauerstoff verbrauchen, Energie bereitstellen und für alle regenerativen Prozesse, Wundheilungsprozesse ist das einmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, eine Bereitstellung von Energie, ein Anschieben der Kraftwerke der Zelle. Das ist der eine Aspekt. Mhm. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, und es ist wichtig zu wissen, dass Lichttherapie über verschiedene
Mechanismen wirken kann. Es ist nicht nur einer und darum gibt es auch so eine große Bandbreite, wenn man in der Literatur sieht, was wirkt, aber das ist dem geschuldet, dass es eben verschiedene Arten von Zielen in der Zelle gibt. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den auch wir in unseren Forschungsarbeiten herausgearbeitet haben, ist ein anderes ganz kleines Molekül, das heißt Stickstoffmonoxid. Das ist eigentlich ein Gas, wird aber im Körper als Botenstoff verwendet. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Botenstoff, der eine Vielzahl von Funktionen im Körper hat. Unter anderem bringt es die Blutgefäße zum Erweitern. Und wenn sich Blutgefäße erweitern, kommt da mehr Blut in das Gebiet. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch werden Nährstoffe und Sauerstoff transportiert. Und was wir gezeigt haben, ist, dass in einem Krankheitsfall oder in einem gestressten Gewebe Stickstoffmonoxid gebildet wird durch ein bestimmtes Enzym und dass dieser Stickstoffmonoxid dann gebunden wird im Körper, dass aber durch die Einstrahlung von Lichtenergie dieses Stickstoffmonoxid losgelöst werden kann. Also aus diesem Verbund, von wo es gefangen ist, wird die Lichtenergie verwendet dazu, um dieses Stickstoffmonoxid Molekül loszulösen. Und dann ist es wieder bioaktiv, dann kann es seine Aktivität entfalten und führt dann messbar, auch dafür gibt es dann wissenschaftliche Methoden, messbar zu einer verbesserten Durchblutung in dem Gewebe. Also das sind zwei Hauptaspekte, wo tatsächlich nachweisbar, und das ist uns in der Forschung sehr, sehr wichtig, nachweisbar Lichtenergie einen Effekt haben kann. Ja, und erhöhte Durchblutung, dass Nährstoffzufuhr, Sauerstoffzufuhr, wahrscheinlich auch Abtransport von Abfallprodukten aus den Zellen. Ganz genau. Also insgesamt ein begünstigender Mechanismus. Ganz genau. Einen dritten, du musst mir sagen, ob ich euch langweile. Nee, passt. Einen dritten Mechanismus gibt es auch noch, das ist die Radikalbildung, Sauerstoffradikale sind heutzutage in aller Munde und alle sprechen davon, Antioxidantien zu nehmen und Sauerstoffradikale zu verhindern. Das ist aber in der neuesten Forschung nur zu einem gewissen Teil wahr, denn Sauerstoffradikale in einem gewissen Maß sind sehr, sehr wichtige Botenstoffe wieder. Aha. Und auch hier kann man messbar zeigen, diese Sauerstoffradikale kann man über eine spektroskopische Methode nachweisen, dass die Applikation von Lichttherapie zu einem kleinen Anstieg von Sauerstoffradikalen führt. Nicht übermäßig und natürlich zeitlich begrenzt, weil die Therapie ist nicht übermäßig lang. Aber in diesem Zeitfenster kommt es zu einem kleinen Kick von Sauerstoffradikalen. Und dieser kleine Kick ist ganz, ganz wichtig für die Weitergabe von Signalen. Und die führen dann in weiterer Folge, wenn man sich das dann noch weiter überlegt und nachverfolgt, wieder zu einer Verbesserung der Durchblutung, zu einer Neubildung von Blutgefäßen und einfach zu einer dann schlussendlich verbesserten Wundheilung. Also dieser Kick der Radikale findet er auch statt, wenn jetzt jemand sich entsprechend ernährt oder bewusst versucht, über Zuführung von anderen Mitteln von außen die Radikale zurückzubinden? Oder wäre das dann eher hinderlich bei so einem Einsatz mit Licht? Das ist eine sehr interessante Frage. Da ist die Forschung noch dran, weil es dürfte der Ort der Entstehung der Radikale ein sehr, sehr wichtiger sein. Also von außen zugeführt wirken Radikale anders als intrazellulär produziert und vor allem hier in den Mitochondrien produziert. Durchaus lässt sich aber Lichttherapie, und das wurde auch in wissenschaftlichen Studien gezeigt, mit physikalischer Arbeit vergleichen und dann dass die physikalische Regeneration, das Training, es den gleichen Effekt auf die Radikalbildung hat wie die Lichttherapie.
Also das ist die physikalische Arbeit im Körper und das andere von außen zugeführt, die Lichttherapie, die dann diesen physikalischen Prozess simuliert. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ähnliche interzelluläre Prozesse ankickt, wie das von außen auch durchführbar ist. Ja, du hast erwähnt, ihr macht da viele Studien, seid da auch mit Firmen, schätze ich, beauftragt dafür. Findet da eine Revolution statt in diesem Bereich mit dieser Lichtenergie? So auf den ersten Blick tönt das ja alles so ein bisschen esoterisch, Lichtübertragung, Energieübertragung, aber so wie ich dich jetzt wahrnehme, da steckt wirklich etwas dahinter, dass auf einer wissenschaftlichen Basis aufsetzt. Gibt es da schon viele, viele Geräte? Wird das schon viel eingesetzt oder seid ihr da noch ein Vorreiter? Ich würde meinen, es pumpt zur Zeit. Also wie ich vor etwa 10 Jahren angefangen habe, wir unterstützen da eine Wiener Firma, die aus der Technische Universität oder der Wien entsprungen ist, die schon von Anfang an sehr stark auf eben das wissenschaftliche Fundament dieser Therapie gesetzt hat. Also das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir für den Einsatz, wenn wir es da tatsächlich bei uns im Unfallkrankenhaus oder in anderen Häusern einsetzen wollen, dass wir hier eine wissenschaftliche Basis haben. Denn ganz wichtig, wie du sagst, die Lichttherapie ist sehr bald in einem esoterischen Eck. Und da gehört es nicht hin, weil es hat sicher einen Platz in der Schulmedizin, weil das messbare, und jetzt wiederhole ich mich, messbare physikalische Effekte sind. Ja. Also jeder, der einen Sonnenbrand hat, weiß, dass Licht, und in dem Fall UV-Licht, mit Haut, mit Gewebe interagieren kann und dort Prozesse auslösen kann. Beim UV-Licht sind das natürlich zu starke Prozesse, aber darum ist eben Rotlicht, kaltes Rotlicht, in der richtigen Energiemenge dosiert, richtig, um regenerative Prozesse anzustoßen. Hat das auch einen Einfluss auf die Chirurgie, dass zum Beispiel Eingriffe nicht notwendig werden oder unterstützt werden können? Also ganz im Gegenteil, es bietet sich als die letzte Hoffnung an. Und da hatten wir in unserem Schwestern-Unfallkrankenhaus in Graz einen sehr beeindruckenden Fall. Dort hatten wir einen 96-jährigen Patienten mit sehr vielen Krankheiten, Diabetes und anderen. Das ist der klassische multimorbide Patient, den wir leider zu oft in den Spitälern sehen. Er hatte eine Unterversorgung des Fußes, eine Wunde, die chronisch geworden ist, weil leider diabetische Patienten sehr oft mit Wundheilungsstörungen konfrontiert sind. Ja. Und tatsächlich haben die Ärzte diesen Patienten geraten, sich den Fuß abnehmen zu lassen, also zur Amputation geraten. Jetzt war aber dieser 96-jährige Patient selbst ein Arzt und sehr an neuartigen Therapieformen interessiert. Und wir haben in diesem Fall tatsächlich kaltes Rotlicht eingesetzt. Und über mehrere Monate natürlich, also Licht ist kein Allheilmittel, das muss man auch wissen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber über die Dauer von 3 Monaten appliziert, konnte tatsächlich der Fuß gerettet werden. Und die chronische Wunde ist zugegangen. Also das war eines unserer Highlights, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Das hat dann natürlich wieder euch bestärkt und Auftrieb gegeben. Also da seid ihr schon auf einem guten Weg, der sehr viel verspricht für die Zukunft. Also Wundheilung, Keime und was da alles passieren kann, das ist ja immer ein Thema. Also rein schon Risiko von einer Operation, da wird ja auch, wenn möglich, minimal invasiv gearbeitet, aber ein gewisses Risiko hat man immer. Und da können wir natürlich mit solcher
Unterstützung, diese Risiken, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wieder reduzieren? Zumindest ist es ein Hilfsmittel. Es ist sicher nicht ein Allheilmittel und es hilft auch sicher nicht in allen Fällen. Da sind die Umstände ja nicht immer gleich bei den Patienten, aber es ist sicher ein wissenschaftlich fundiertes Hilfsmittel für unsere Mediziner. Ja. Auf der anderen Seite kann das auch präventiv eingesetzt werden? Natürlich auch. Wie ich vorhin meinte, also es gibt durchaus Studien, die Applikation von Licht mit Turnübungen oder mit dem Effekt von Turnübungen vergleichen, wo es tatsächlich eben dieser kleine Anstoß von Radikalbildung und so weiter, den sieht man beim Sport genauso. Wie bei der Lichttherapie und tatsächlich wird ja auch kaltes Rotlicht von Spitzensportlern, von Sportlern eingesetzt, weil jetzt sind wir wieder am Anfang, eines der Hauptfaktoren die Regeneration oder die Anregung von Mitochondrien ist, die Bereitstellung von Energie. Und das ist ja nicht nur für die Regeneration, nicht nur für die Wundheilung wichtig, sondern auch für ganz normale Prozesse. Also eine gewisse Leistungssteigerung in dem Sinn, indem da direkt an der Wurzel bei der Mitochondrien angesetzt wird. Genau. Ja. Besteht da auch eine Gefahr, dass man da zu viel des Guten machen kann, dass man die Zellen jetzt dermaßen antreibt, dass das, wie soll ich jetzt das sagen, schon fast unnatürlich ist oder im Dauerzustand dann eben wieder für negative Effekte sorgen kann? Das ist das Interessante an der Lichttherapie. Also es gibt ja inzwischen hunderte, tausende Studien seit den 1960er Jahren zum Thema Lichttherapie, das ist jetzt nichts Neues. Mhm. Und in all diesen Studien wurde bis dato kein Nebeneffekt festgestellt. Meistens aber natürlich auch, weil die Lichttherapie einen begrenzten Zeitraum hat, in dem es angewandt wird. Über Tage, Wochen hindurch appliziert, das kommt nicht vor. Und in den spezifizierten Parametern eingesetzt, wurde kein Nebeneffekt bis dato festgestellt. Okay, du sagst, innerhalb der spezifischen Parameter eingesetzt. Ich schätze, und da geht es ja auch um die Zulassungen und um die Studien, dass diese Parameter auch genau vorgegeben werden und zusammen mit euch, schätze ich mal, ausgearbeitet werden. Genau, so ist es. Ich habe gesagt, das ist ein boomendes Feld und so ist es auch. Es springen mehr und mehr Firmeninteressenten auf diesen Zug auf. Und es gibt Firmen, die sehr wohl auf eine gründliche Erforschung ihrer Produkte achten und auch auf eine dementsprechende Zulassung, die auf diesen Studien fußt und wo man darauf vertrauen kann, dass tatsächlich der Effekt eintreten kann. Ganz viele andere Firmen machen das nicht. Also da gibt es ja schauderhafte Produkte, wenn man das ein bisschen sich im Internet anschaut. Also wenn man sich für diese Therapieform interessiert, dann sollte man sehr wohl darauf achten, dass es zugelassene Medizinprodukte sind. Ja, das führt mich gerade zu einem weiteren Punkt. Wo können wir uns da informieren? Wie können wir eben genau diese Unterscheidung machen als Laien? Ich will mir was Gutes tun. Das hat jetzt sehr überzeugend getönt. Aber wie kann ich das unterscheiden? Wo kann ich mich informieren? Seriöse Hersteller geben diese Informationen sehr stolz natürlich auf ihrer Homepage preis, ob sie zugelassen sind oder nicht. Also wenn man da mit einem E-Mail nachfragt bei entsprechenden Firmen, dann kommt man sehr bald drauf, ob das ein entsprechendes Produkt ist oder nicht. Es gibt sehr, sehr wenige zugelassene Firmen. Die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, ist eben eine Wiener Firma, Repuls Lichtmedizintechnik GmbH, die, wie gesagt, uns beauftragt hat, oder in Kooperation mit uns gemeinsam eben diese Effekte der Lichttherapie
gründlich zu erforschen und im Bereich des interessanten Ergebnisse von der Zelle über lebende Gewebe bis hin zum Patienten durchgeführt und gefunden haben. Herzlichen Dank, Peter, für diese interessanten und mutmachenden Informationen. Ich spreche jetzt da gerade von der Wundheilung. Also da scheint was wirklich auf uns zu kommen. Schön, dass das auch wissenschaftlich unterstützt, gefördert wird, aus der Esoterik-Ecke rauskommt und wirklich der Menschheit helfen wird. Ich danke dir, dass du dir deine Zeit genommen hast und heute bei uns zugeschaltet warst. Das war nicht zu kompliziert. Das war sehr gut verständlich und ich habe mich auch ja getraut, zwischendurch mal nachzufragen. War perfekt. Vielen Dank. Ja, einen schönen Gruß in die Schweiz. Danke und Gruß nach Wien. Danke, vielen Dank, Peter. Alles Tschüss. Gute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Szenario macht Mut. Sie sehen, dass Licht nicht einfach Licht ist, dass wir durch die fortschreitende Technologisierung und auch die Unterstützung von wissenschaftlicher Seite her große Fortschritte machen, sei es jetzt im Bereich Sport oder jetzt, das war das Thema hier auch, mit der Wundheilung. Etwas, was Mut macht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage hier zu verschiedenen Gästen von uns und auch sachliche Informationen bei den einzelnen Videos. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.